alles Gute zum 11-jährigen Geburtstag. Und kannst du mir mehr von Jugendzentrum Eleven erzählen? Wie es dir gefallen hat, die Öffnung, wann es stattfand, wie der Name entstanden ist? Die Namen haben die Jugendlichen ausgesucht. Es war, glaube ich, 3-4 verschiedene Vorschläge, aber 11 haben die Jugendlichen vorgeschlagen und das ist dann... Warum ausgerechnet 11? Echter Bezirk. Wann warst du das erste Mal hier? Das erste Mal bei der Eröffnung. Ich habe da alles eingebaut, haben alles hergetragen. Wie alt warst du? 13. Wie alt bist du jetzt? Wie alt ich jetzt bin? Jetzt bin ich 24. Mit 25. Also dein halbes Leben kennst du schon das Jugendzentrum? Ja. Ich kenne jeden Betreuer. Und wie findet ihr eure Betreuer so? Unsere Betreuer sind geil. Man kann hier kochen, lernen, spielen, basteln, Krautquiz machen. Kannst du dich an unser erstes Video erinnern? Ein Mädchen ohne Smartphone. Wenn ich mich so zurückerinnere, mein schönstes Erlebnis war eigentlich der Skate-Ausflug, den ich organisiert habe mit, ich glaube, 8 Jugendlichen. Es waren auch eigentlich welche, die sich so im Jugendzentrum gar nicht verstanden haben, aber dann auf dem Ausflug, auf dem Skate-Ausflug sich super miteinander verstanden haben, sich gegenseitig geholfen haben und das war irgendwie so mein schönstes Erlebnis. Irgendwie. Ich habe es hier geliebt. Ja. Ich habe hier wirklich gelernt, wie man kontaktfreudiger wird und wie man so auf Menschen zugeht. Hallo Leute! Kommt her, wir müssen Zoom-Treffen. Yo Leute! Wir sind gerade Backstage! Wie geht's Ihnen? Gut. Was machen Sie heute so? Alles Gute! Woo! Drehen um, auf, schmeißen! Drehen, greifen, schmeißen! Was? Wollt ihr peinlich mal tanzen? Na, einfach locker lassen. Wie würdet ihr so einen typischen Tag im Jugendtreff beschreiben? Puh, schwer, weil jeder Tag anders ist. Es gibt keinen typischen Jugendzentrumstag, würde ich mal sagen. Ja. Außerdem ist es natürlich voll cool, wenn man so im Jugendzentrum ist und einfach eine gute Zeit und Spaß haben kann. Ich vermisse am meisten das gemeinsam über Sachen diskutieren. Also es war hier echt eine tolle Zeit.